Hallo, was machen Sachen? Ich habe heute eine Ankündigung bezüglich meines Kanals, was sich jetzt ändern wird. Wie ihr wahrscheinlich mitgekriegt habt, ändert sich einiges auf YouTube durch dieses speziell für Kinder-Content. Dadurch, dass jetzt komplett alle meine oder ein Großteil meiner Bilder von YouTubes Algorithmus als für Kinder erdacht waren, habe ich die restlichen einfach so sicherheitshalber schon mal auf speziell für Kinder gelegt. Und damit versinken sie komplett in der Versenkung. Sind schwer zu finden. Man kann sie quasi nur noch durch direkte Suche finden. Das finde ich jetzt doof und nicht so toll. Ich werde jetzt auch nicht komplett mit den Speedtrolls aufhören. Ich werde sie jetzt nur deutlich weniger machen. Dafür gibt es was anderes. Ja, quasi als Hintergrund über das, was ich so berichte oder als Musik hinterlegt. Geht jetzt vom 2D ins 3D. Das heißt, ich werde Game Assets modellieren. Kleinere und größere. Bei den größeren werde ich wahrscheinlich nur Teilausschnitte zeigen. Entweder wie ich das High Poly modelliere oder es texturiere. Wie in diesem Fall seht ihr eine Texturierung von einem Modell, das ich bereits angefertigt habe. Ich werde auch dazu kurz noch etwas sagen. Wie gesagt, ich modelliere auch 3D sehr gern. Ich habe es auch studiert oder versucht zu studieren auf Diplomabasis in der SAE als Games Artist. Das geht 3 Semester. Die ersten 2 habe ich bestanden. Das 3. habe ich leider verkackt. Das habe ich nicht bestanden. Ich werde es jetzt aber im März oder spätestens im September nochmal neu versuchen. Da müsste ich genügend Geld zur Seite gelegt haben, dass ich mir das leisten kann. Ist halt eine private Uni, wenn man so möchte, und kostet halt dementsprechend ein bisschen mehr, aber ich möchte es unbedingt. Und hier könnt ihr ja mein Tun und Treiben verfolgen. Wie dem auch sei, es wird jetzt weniger Zeichnung geben, dafür mehr 3D. Und je nachdem, was es ist, ihr könnt mir Fragen stellen. Ich arbeite mit Maya größtenteils. Ich kann auch 3D Max benutzen. Blender habe ich versucht, das ist jetzt der Workflow komplett anders, das ist jetzt nichts für mich. Also ich bleibe bei Maya und 3ds Max. Ihr werdet wahrscheinlich meistens Maya sehen, das benutze ich persönlich am liebsten. Damit komme ich am besten zurecht. Texturieren werde ich in Substance Painter. Ja, und einige Texturen, die ich auch in Substance Painter benutze, erstelle ich mir eigens in Substance Designer. Also die werdet ihr auch das öftere Gesicht bekommen. Eventuell kann ich ja mal ein Tutorial machen oder so, falls das auf Interesse stößt. Oder ihr guckt einfach nur an, wie ich selber was aufbaue. Mal sehen, mal gucken. Ja, und alles setze ich in der Unreal Engine zusammen. Die habe ich selber, die benutze ich jetzt des Öfteren. Da habe ich jetzt auch schon 2 Projekte gemacht. Und jetzt auch dieses 3. werde ich auch in der Unreal Engine zusammensetzen. Ich werde euch die Playlisten oder die Videos für die Projekte mal verlinken. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch die hier ansehen. Wie gesagt, bei dem 2. Projekt habe ich versucht, in Englisch zu sprechen. Das könnt ihr euch antun. Ihr könnt aber auch gerne den Ton ausstellen und euch nur die Bilder angucken. Ist euch überlassen. Oder ihr könnt euch einen ablachen, wie ich mich mit Englisch abmühe. Kommen wir jetzt zum Projekt an sich. Da möchte ich auch noch kurz was zu sagen. Ich habe ja schon ein Blogart hochgeladen. Das werde ich auch verlinken. Das könnt ihr euch angucken. Es ist halt einfach so grob, wie ich mir das vorstelle, wie es sein soll. Und jetzt baue ich nach und nach die einzelnen Assets. Das erste, die Hütte, habe ich fertig. Die seht ihr ja gerade am bunt werden. Bei dem Projekt geht es mir darum, eine kleine Insel zu erstellen mit den 2 Häuschen im japanischen Stil. Ich werde so einen kleinen Garten anlegen. Es steht auch ein Baum drinne. Das wird wahrscheinlich meine größte Herausforderung, weil ich es gewohnt bin, Hard Surface zu erstellen. Quasi Gebäude, Möbel, sowas halt. Und was eher organisch ist, wie jetzt der Baum oder dann halt auch Wiesen und so weiter, ist jetzt nicht so mein Gebiet. Aber ich werde es versuchen, ich werde es machen. Ich weiß, wie es funktioniert, nur das Umsetzen wird halt, ist immer Theorie und praktisch. Theoretisch weiß ich alles, wie es funktioniert. Die praktische Umsetzung habe ich jetzt noch keine Erfahrung mit, aber das kommt mit der Zeit. Generell, wie ich jetzt zu dem 3D gekommen bin, wie gesagt, ich hatte ja schon in der SAE studiert, als Games Artist. Dort habe ich das Diploma versucht. Das war auch so eine bisschen chaotische Zeit. Ich habe damit angefangen zu studieren. Anfang des 2. Semesters bin ich richtig krank geworden, musste das Semester aussetzen. Danach bin ich ja wieder neu dazugekommen quasi und habe das 2. Semester beendet. Im Verlauf des 2. Semesters haben wir mit der Abschlussarbeit angefangen. In der Abschlussarbeit ging es darum, dass man halt als Gruppe oder alleine eine komplette Szene in der Unreal Engine erstellt. Und naja, meine Gruppe war so ein bisschen chaotisch, wie das restliche Jahr alles chaotisch. Wir haben zu dritt angefangen, dann musste uns einer verlassen und später auch die zweite. Also war ich alleine und konnte die Assets, die bis dahin angefertigt waren, die halt für ein komplettes Gebäude
angedacht waren, nicht mehr benutzen. Auch das modulare Bauweise des Modells war jetzt nicht mehr benötigt. War mehr Verschwendung, wie es gut tat. Also musste ich alles unique eigentlich erstellen, aber ich hatte ja alles schon ausgelegt für modulare Aufbauungsweise, dass wir die Modelle mehrmals nutzen können. Jetzt hatte ich viel zu viele Modelle auf dem falschen UV-Layout, was halt für modular gedacht war, aber nicht für nur unique. Das war schon katastrophal. Ich musste gucken, dass ich das halbwegs irgendwie wieder gedeichselt kriege und das war halt alles so zeitfressend. Ich habe es dann auch leider nicht geschafft, alles so in Ordnung zu kriegen, dass es halt wirklich gut war. Ich habe so viel Zeit in andere Sachen reingefressen, auch die Partikel haben am Ende so viel Zeit gefressen, dass ich halt viele, viele Details einfach sind untergegangen und dementsprechend war die Abgabe nicht so gut. Sie war echt nicht gut. Ich hatte auch nicht so die Zeit, wie ich sie gerne hätte, weil ich privat Probleme hatte. Weil halt privat auch vieles eskaliert ist. Aber jetzt habe ich mein Leben geändert. Ich bin umgezogen, ich habe eine neue Arbeit, mir geht's wieder gut. Ich habe jetzt auch wieder einen funktionierenden Computer. Vorher hatte ich ja nur einen Laptop, der ja mehr soll schlecht als recht funktioniert hatte. Ja, vieles funktionierte nicht mehr. Ich habe dann den von meinem Bruder ausgeliehen, der hat dann wieder besser funktioniert. Aber halt, man kann mit einem Laptop alleine nicht unbedingt so viel reißen in der Hinsicht, da die Programme an sich ja schon sehr viel Daten brauchen, um zu funktionieren. Ja, jetzt mit dem neuen Computer funktioniert das alles schon wesentlich besser. Es stürzt nicht mehr ab, die Files sind nicht mehr so korrupt wie damals. Es ist halt alles viel, viel einfacher. Jetzt kann ich auch ordentlich von zu Hause arbeiten, ohne jeden Tag nach Frankfurt fahren zu müssen. Was halt auch manchmal einfach nicht funktioniert, weil ich fahre eine Stunde bis nach Frankfurt. An manchen Tagen hat man halt andere Sachen zu tun. Ich musste 400 Euro Basis arbeiten, dass ich mir den Sprit bezahlen konnte, um nach der Arbeit nach Frankfurt zu gurken und zurück. Und das ist... Hätte sich für 2 Stunden an der Uni sitzen wahrscheinlich einfach nicht gelohnt. Naja, ändert sich ja jetzt alles. Ich habe mein Leben einmal komplett auf den Kopf gekrempelt. Es funktioniert jetzt alles besser. Ich bin es auch selbst als Person gewachsen. Das hat mir auch das Studium an sich hat mir auch dabei viel geholfen, einfach zu sehen, ja, das, was ich fabriziere, ist ja gar nicht so schlecht. Ich habe zu der Zeit auch angefangen, meine Bilder und so weiter auf Social Media zu teilen. Jetzt auf DeviantArt oder auf Instagram habe gesehen, meine Bilder sind ja gar nicht so kacke, wie ich dachte. Da gibt es echt Leute, die finden die schön, die finden die toll. Das hat mich als Person halt selbst aufgebaut, weil ich halt, ja, so Selbstbewusstsein nicht so gut war. Gerade bei Fremden, wenn ich einen kenne, ist das kein Problem, da vergesse ich schnell die Grenzen. Aber bei Fremden denke ich, oh, nee, da bin ich wirklich nicht der Beste in Kommunikation. Ich würde mich am liebsten in ein Loch verkriechen und ja, Zeit, geh vorbei, geh weg, lass mich allein. Das hat sich jetzt geändert. Ich bin halt wesentlich selbstbewusster geworden. Hey, ich rede hier auf YouTube. Ihr seht mich zwar nicht. Ja, vielleicht sollte ich mir mal eine Webcam oder sowas zulegen und so ein Bild einklemmen. Ihr seht mich zwar nicht, aber ihr könnt mir hören. Ihr könnt sehen, was ich hier so fabriziere. Und es gibt anscheinend Leute, die das interessiert. Das finde ich schön. Das finde ich toll. Wie gesagt, das hat sich halt einiges verändert. Ich bin jetzt auch viel zuversichtlicher, dass ich das schaffen werde, dem Chaos zu entfliehen. Obwohl so ein bisschen Chaos wird bei mir immer herrschen. Ich bin keine ordentliche Person. Ich habe immer irgendwo ein Chaos. Aber es ist jetzt in Maßen, nicht mehr in Massen. Weil wie heißt es doch so schön? Der Dumme hält Ordnung, das Genie beherrscht das Chaos oder so. Na, ich bin mir da auch nicht so sicher. Egal. Gibt solche und solche. Auch so ein schöner Spruch ist, wer Ordnung hält, ist zu faul zum Suchen. Ja, oder der Faul ist einfach zu faul zum Aufräumen. Kann man so und so sehen. Naja, jetzt mal Sprüche beiseite. Nochmal ganz kurz zum Projekt und eventuell, was man sieht. Wie ihr seht, es ist die Substance-Paint-Aufnahme von der Hütte, die ich gebaut habe. Ist jetzt noch kein Mobiliar drin, ist wirklich nur die Hütte. Die Möbel werden dann auch folgen, genauso wie die restlichen Teile auch. Und alle die Modelle, die ihr seht, die ich zusammenstelle und auch noch wahrscheinlich vielleicht ein paar mehr. Weiß ich noch nicht, ob ich alle Modelle wirklich verfilme oder nicht. Es kommt halt immer darauf an, wie es zeitlich passt und so. Aber alle Modelle, die ich momentan erstelle, könnt ihr auch auf der Seite Sketchfab finden. Ich hoffe, das ist halbwegs richtig ausgesprochen. Dort könnt ihr euch die Modelle nochmal selber in kompletten 3D-Ansicht ansehen. Ihr dürft hier euch auch runterladen und selber benutzen, zum Beispiel in der Unreal Engine, die ihr auch kostenlos über den Epic Launcher runterladen könnt. Die ist komplett frei zu benutzen. Gibt nur ein paar Regeln, wenn ihr darüber irgendwelche Spiele oder so weiter veröffentlichen wollt und damit Geld verdienen wollt. Aber das kommt dann halt auch wieder auf die Situation an sich an. Da müsst ihr euch selbst mal belesen. Ich habe es bis jetzt noch nicht gebraucht.
Für Artist ist es komplett frei zu benutzen. Ihr könnt euren Krempel da reinladen, ihr könnt das hochladen, ihr dürft auch Videos damit zeigen. Ihr dürft halt nur, sobald ihr Geld damit verdient in irgendeiner Weise, müsst ihr Epic Bescheid sagen. Und ich glaube, für kleine Businesses waren so 5% der Einnahmen gehen an Epic, der Rest behaltet ihr. Und ab einer gewissen Maß an Einnahmen gibt es dann neue Regelungen, aber so genau weiß ich das nicht. Da lest ihr euch am besten selber durch, wenn ihr damit Geld verdient. Sicher, sicher, guckt selber nach, was jetzt für eure Situation am besten geeignet ist. Das ist ja immer situationsbedingt. Wie gesagt, auch bei meinen Modellen für private Benutzung sind die frei. Ihr dürft die für euch selbst benutzen. Ihr dürft die halt nur nicht weiterverkaufen. Ihr könnt die nehmen als, in der Unreal Engine euch selbst irgendwas zusammenzubasteln. Auch auf der Seite gibt es viele Leute, die ihre Modelle gratis anbieten. Ihr könnt da schon einiges zusammenfinden und einfach mal üben und rausprobieren, wie man Unreal Engine irgendwelche Gebiete zusammenbastelt. Es macht viel Spaß. Manchmal auch ein bisschen tricky, wenn man nicht so ganz genau weiß, wie jetzt was funktioniert. Vielleicht findet sich der ein oder andere, der sich dafür interessiert und dem ich jetzt die Wege geöffnet habe. Man weiß es ja nie. Viele Sachen weiß man nicht, solange es einem andere einem sagt. Auch wenn ihr so sehen wollt, was ich nebenbei fabriziere, ich lade ja nicht immer direkt alles in YouTube hoch. Auch manche Bilder oder Modelle oder Zwischenschritte lade ich nicht als Video hoch. Vielleicht später im Zusammenschnitt. Aber ihr könnt mich auch auf Facebook, DeviantArt oder Instagram verfolgen und einfach so sehen, was ich fabriziere, was ich nebenbei so mache. Ihr dürft mir auch gerne Fragen stellen, falls das auf YouTube nicht funktioniert. Ich habe meine ganzen Social Media Links verlinkt. Wieso verteile ich sie? Vielleicht sieht man sich ja. Ich habe auch eine eigene Homepage. Ich werde euch den Namen da mal einblenden. Dort ist eigentlich quasi alles zusammengefasst, was ich so tue. Ist alles in Kategorien eingeteilt, die Bilder. Es sind auch die Projekte, die ich vorher gemacht habe, dokumentiert, so Schritt für Schritt, was ich wann gemacht habe, mit Bildern und Videos etc. alles hinterlegt. Falls sich dafür einer interessiert. Ich habe auch die ganzen Videos dort als Playlisten angelegt, weil das ja YouTube nicht mehr macht. Weil meine Zeichnungen sind für Kinder. Zeichnungen generell sind für Kinder. Ich glaube, ich probiere mal aus, wie weit man da gehen kann. Finde ich immer interessant, wie weit man in die Gore-Richtung gehen kann, bis das wirklich noch als für Kinder angezeigt wird. Oder halt mal in den Not-Safe-for-Work-Bereich. Ein bisschen nackte Haut. Ich finde die auch nicht sehr so toll. Ob die dann immer noch für Kinder sind, weil es gezeichnet ist, ist eigentlich schon mal interessant. Das interessiert mich jetzt wirklich. Vielleicht finde ich ja da mal was heraus. Naja, wenn ich was herausfinde, werde ich euch informieren. Oder ihr werdet das auf meinem Kanal sehen. Oder halt auch nicht. Mal sehen. Noch habe ich ja keine Probleme damit, von wegen demonetarisiert. Mit den knapp 50 Leuten, die mir zusehen, ist das nichts mit der Monetarisierung. Und da können sie mir auch nicht wegnehmen. Such mal klug. Ich guck mal. Dann vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bis du wirklich bis hier hinten hin mir gefolgt bist. Ja dann, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ciao.